Schon sind wir beim Arenaleiter. So groß ist die Arena denn doch nicht. So, mysteriöser Mann. Was ist dein Geheimnis? Hallihallo, Lille, willkommen zurück zu Pokémon Blau Edition in der Arena von Vertania City. Wir hatten jetzt hier die Pokémon-Arena. Leitung Giovanni. Bisheriger Sieger Blau. Also Blau kennt den Arena-Leiter Giovanni schon. Let's go. Toll. Wow. Diese Team Rocket Teleport-Dinger hier, die nerven. Hier kommen wir nicht weiter, aber hier kommen wir weiter. Hallihallo. Allein mein Anblick lässt deine Pokémon schaudern. Wenn ich ein bisschen spule bei diesen Platten. Dann entschuldige ich mich schon mal, aber das dauert sonst einfach viel zu lange. So. Ultricaria. Ist viel zu schwach. Ja, und Giftpuder hat hier eh keine Wirkung. Wow. Jetzt ist erstmal jeder paralysiert. Aha. Ich kann Schaden machen. Wenn auch nicht viel. Wow. Gut, Ultricaria besiegt, aber seien es ja immer noch paralysiert. Kickli. Doppelkick. Also Doppelkick bringt mal gegen Arbok gar nichts. Ich weiß jetzt das Level gar nicht von Arbok mehr. Das war aber, glaube ich, knapp 1 höher. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wie. Auch schön. Oder eins niedriger? Irgendwie so war es doch. Tauros. Ja, eins höher würde das dann wohl auch gewesen sein. Siehste. Fegekick. Tauros haben wir auch noch nicht gesehen hier. In diesem ganzen Let's Play. Wahrscheinlich werden wir es auch nicht mehr so schnell sehen. So, Lobteur besiegt. Sie kringeln sich vor Lachen. Nein. Das wird 40 Pokédollar. Gut. Hallihallo. Karate ist die Königsdisziplin des Kampfsports. Sagt er. Ah ja. Schwarzgurt möchte kämpfen mit einem Mashok. Ja, es war klar, dass das nicht viel bringt. Bei einem Level 43 Mashok. Smetbo. Die Pokémon sind alle so schwach. Ziehstrahl. Haja. Au. Ja, das ist eine Ansage. Hier kommen wir nicht weiter. Die Arenahalle von Vertania City war lange Zeit geschlossen. Doch nun ist der Meister zurück. Yeah. Was hat er wohl in der Zwischenzeit gemacht? Nidorino. Er hat Nidorino gemacht. Nein, hier, Ziehstrahl. Also Ziehstrahl hat er auch nicht gemacht. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Vielleicht kriegen wir es ja noch aus. Müssen wir nur gegenüberstehen.
Nidoking. Nee. Ja. Jetzt aber besiegt. Es geht alles, wenn man will. Ich wurde besiegt? Ja, wurdest du. Okay, dann holen wir uns den Ball hier mal. Ein Beleber. Nee. Hehe, so langsam geht dir die Luft aus. Nein, geht sie nicht. Ich habe einen Beleber gefunden. Den werde ich aber nicht einsetzen. Trainer möchte kämpfen. Ich bin auch ein Trainer. Ein Sandama. Oder Sandamea, oder... Spricht's doch aus, wie ihr wollt. Ich sag dazu Sandama. Menschenskinder. Immer diese komischen Aussprachen von Pokémon. Über die man sich streiten kann. Ja. Das musste natürlich noch durchgehen. Dann setzen wir Kadabra ein. Tschüss. Und ein Diktri. Drei Diktas aneinander geklebt oder so. Mir gehen die Pokémon aus, ja. Hast verloren. Der nächste, bitte. Kiai. Mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Kiai! Okay, mach Rollo. Ja, Ziehwelle bringt nix. Ziehchinesisch schon mehr. Damit sein Item auch nicht wirkt. Der Angriffssteigerung. Bringt ihm ja nix. Maschok. Sind wir halt auch überlegen. Um drei Level. Meister, verzeih mir. 1000 Pokédollar. Ich bilde mit meinen Pokémon eine Einheit. Wie Yin und Yang. Und Jung. Aber jung bist du nicht mehr. Dompteur möchte kämpfen. Psychokinese. Level 44. Deine Pokémon harmonisieren gut mit dir. Ich habe nur ein Kadabra hier eingesetzt gegen dir. Du hast überhaupt keine Ahnung. Hier geht's wieder zum Anfang. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Der Stil? Ja. Ich geb dir gleich eine mit dem Besenstiel. Das zeichnet denn auch was aus. So. Psychokinese.
Ja. Ich habe den Halt verloren. Dann nicht. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ich bin der Karate-König. Ich besiegle dein Schicksal. Schwarzgurt möchte uns vergewaltigen. Ich hatte es jetzt im Kopf, jetzt habe ich es gesagt. So. Muss man immer auch mal sagen. Man sollte auch manchmal einfach alles sagen können. Unsere Psychokinese geht aus. Na gut, wir hatten ja nicht so viel davon, nur 10 Stück. So, Mashok. Ja, und nun? Da gibt's nichts mehr zu sagen. Ah! Ich komme hier nicht weiter. So. So kommen wir weiter. Und schon sind wir beim Arenaleiter. So groß ist die Arena denn doch nicht. So mysteriöser Mann. Was ist dein Geheimnis? Haha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen. Genau, das ist nämlich der Boss vom Team Rocket. Den kennen wir schon. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Gegen ihn haben wir ja schon mal gewonnen. Und jetzt dürfen wir gegen ihn nochmal antreten. Giovanni möchte kämpfen. Mit einem Rihorn. Und diesmal wird es nicht ganz so einfach. Weil wir haben nur noch 2 Psychokineser. Und wir sind ein Level unter Rihorn. Oh, ein Volltreffer. Jetzt sind wir nicht mehr so viel Level unter. Ganz im Gegenteil, Diktri ist sogar 3 Level unter uns. Und wir haben nur noch eine Psychokinese. Aber wir haben ja noch Pokémon andere, also noch andere Pokémon. So. Nidoqueen. Irgendwie kriegen wir die 3 Pokémon da auch noch platt. Teleport und Blitz können wir vergessen. Wir werden erstmal hier mit Ziehwelle antreten. Naja. Naja, oder auch nicht. Guten Schlag. Na. Wer ist schneller im Besiegen? Ich? Oder er? Oder ich? Oder keiner? Oder gleich schnell? Oder... Ja, vergiftet. Das sagt alles aus. Wir sind nämlich besiegt. So. Ivitak. Ist auch ein Level unter. Aber hier können wir wenigstens was einsetzen. Besiegt. Es war eng. Nidoking. Das männliche Gegenstück zu Nidoqueen, genau. Wir hämmern einfach drauf. Und damit ist auch Nidoqueen besiegt. Level 44.
Und als letztes kommt Rizeros. Tja. Das geht dann doch nicht so einfach. Toll. Tja. Da hast du eindeutig die falsche Attacke ausgewählt. Weil Hornbohrer macht dich 100% K.O. Ich glaube, wenn er ein höheres Level hat. Da er Hornbohrer eingesetzt hat, wir aber Level 44 sind, hat es natürlich nichts gebracht. Glückwunsch. Ich glaube, so habe ich das in Erinnerung mit Hornbohrer. Spiegeltrick war hilfreich. Ha! Der Kämpfer hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Ja, und 4950 Pokédollar. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. TM 27. Das ist Geofissur. Man kann damit ein Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Ja. Jetzt bist du ja Team Rocket-Chef. Eigentlich. Aber auch Arenaleiter. Du bist beides. Und wir haben den Beleber nicht gebraucht. So. Jetzt geht's erstmal wieder ins Pokémon-Center. Willkommen im Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Heilen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Dam, dam, da, da, dam. Immer wieder eine Freude. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Und jetzt geht's ab. Damals konnten wir hier noch keinen Zerschneider einsetzen. Man kann gleich nachholen. Denn ich bin wohl eingenickt. Ich habe geträumt, dass Traumato meine Träume fressen wollte. Was ist das? Wo kommt denn die TM her? Das ist mir unheimlich. Hier, du kannst sie haben. TM 42. TM 42 ist Traumfresser. Alles klar. Jetzt können wir jedem deine Träume auffressen. Und jetzt kommen wir hier auch weiter. Wenn ich hier nicht noch blau wäre. Was? Was denn? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg. Ja, ja, ja. Du bist jetzt auch alle... Ja, das ist cool. Basti, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also, los geht's. So ist es. Den müssen wir jetzt auch noch mit 6 gegen 6 Pokémon besiegen. Das geht relativ schnell, weil wir ja Ultrigaria haben und Ultrigaria nichts kann. Wir vergiften es einfach. Wenn wir was nicht können, dann müssen wir es anders regeln. Ultrigaria hat immerhin das Taubos vergiftet. Ich gehe gleich auf Tutok. Biss. Oh Mann. Oh. Jetzt hat's getroffen. Mal. Ein bisschen. So, damit ist Taubos endlich mal besiegt. Als nächstes kommt Rihorn.
Das sollte schnell gehen mit Hydro-Puppe. Jo. Als nächstes kommt Gyarados. Und wieder auf Biss. Und er auch Biss. Und ich Biss. Und er Biss. Und ich Biss. Und er beißt. Und dann beißen wir nochmal zu. Und das Ganze hat sich erledigt. Bismarck, Bismarck, Biss, Bismarck, Bismarck, Biss. Vulcano. Hätten wir auch wieder Hydro-Pumpe einsetzen können. Egal. Und als nächstes erreichen wir erstmal Level 54. Kommt Simsala. Unnötig. Ja. Schiebung. Ibitak. Borschnabel. Ja, das können wir gerne nochmal machen. Nur werden wir das wahrscheinlich nicht mehr überleben. Oh doch. Das war eng. Und zum Schluss noch Bisaflor. Wir sind schneller. Das war wichtig. Psychokinese. Tja, und wir brauchen immer noch keinen Beleber. Welch Wunder. Was? Ich war zu unvorsichtig. Ja, 3445 Pokédollar. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Basti, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir das bewusst. Bis dann. Natürlich bin ich mir das bewusst. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen eine positive Bewertung. Und für noch mehr könnt ihr auch abonnieren. Bis dann und ciao, ciao.